Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Jump. Das ist voll toll, ja, und heute spielen wir gegen den Dani. Hallo. Hallo. Kannst du mal stehen bleiben, ich will dich herausfordern. Fordere mich raus, bitte, bitte. Wie ist die Map, die du spielen wolltest, Ocean? Spielen wir als zweite Map. Erstmal was ich noch nicht kenne. Okay, Arena kenne ich auch noch nicht. Oh, oder, die ist ja geil. Nee, warte, kenne ich die? Nee, die kenne ich nicht. Was mit die Arena? Und ich habe mir jetzt Sprinten auf E gelegt und musste herausfinden, dass das viel angenehmer ist, als mit Ding zu sprinten. Mit mit Doppel-W. Das sind hier alles keine Sprintsprünge, sondern alles solche Einzelsprünge. Doch, hier hinten kommen Sprintsprünge. Sprint. Ja. Aber das ist richtig einfach. Oh, natürlich. Und deswegen falle ich die ganze Zeit. Außer der eine Sprung, der ist richtig scheiße. Ich falle die ganze Zeit runter, weil die Sprünge zu einfach sind. Weil das alles solche. Ja, First World Problems. Ja, das ist echt so. Benutzt. Nein. Wir benutzen keine Sprint-Taste-Sprünge sind das. Weil Sprint-Taste-Sprünge sind ja langweilig. Da kann man gar nicht gut durchrushen. Hinten kann man echt gut rushen. Ja, hier kann man nicht gut durchrushen. Oh, ich hab mich gerade auf den Block hochgebracht. Bitte nicht, bitte. Du kannst halt richtig behindert. Du kannst einmal übelst abkürzen. Wer ist behindert? Ja, genau der. Nein! Oh, hier ist noch einer. Dahinter ist noch ein Behinderter. Hey, ihr könnt einmal übelst abkürzen, das ist so heftig. Bei der Map? Ihr spielt ja Arena, gell? Ja. Ihr müsst am Ende, wenn ihr oben seid, müsst ihr mal ins Wasser runterschauen. Das sind einmal unten Blöcke, da könnt ihr einfach runterspringen. Jetzt hast du es uns verraten. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Wo? Ja. Ach, dort nach rechts unten. Ja, am Ende einfach. Ah. Da musst du den mittleren von den drei Blöcken nehmen. Jetzt besiegt er mich bestimmt wegen dir. Ja. Er hat mich jetzt wegen dir besiegt, du Spasti. Ihr müsst, ich hab den Trick gar nicht benutzt. Ihr müsst wissen, ich hab vorher gegen Brain immer übelst abgekackt. Ja, weil seine Tastatur Batterie leer war. Aber nur, weil ich total schlecht bin in Jump'n'Runs. Jetzt benutzt er meine Ausreden. Ja, wirklich. Ja, die Batterie war wirklich scheiße. So, welche Map leer. Nehmt ihr jetzt? Ich sollte deine Freundschaftsanfrage annehmen, ne? Ja. Friend. Mach das doch. Jetzt macht er das während der Aufnahme. Du bist voll unprofessionell mit gespielt. Unprofessionell, warte, ich fordere dich nochmal heraus. Ja! Mach Ocean. Ja, jetzt mache ich mal Ocean, damit du einen Vorteil hast. Ich spiele auch noch bei Ocean. Die Map ist geil. Das ist doch schon wieder das gleiche. Nein. Also nein, nicht das gleiche, aber ähnlich. Ja, aber fast dasselbe Design. Stimmt schon. Ocean ist übelst geil. Wow. Jetzt muss ich da erstmal wieder reinkommen. Oh Gott. Übelst verkackt. Ja, aber du kannst da richtig schön durchsprinten. Wenn du einigermaßen Talent hättest, könntest du richtig schön durchsprinten. Mal. Hier kann man erstmal einen Sprung überspringen. Ja. Deswegen kannst du ja richtig schön durchsprinten, weil du diesen einen Sprung noch überspringen kannst zusätzlich. Die einzige Schwierigkeit bei der Map ist, wenn du nicht gerade so wie ich richtig unaufmerksam bist und einfach vom Block runterfällst oder läufst, besser gesagt, dann ist die einzige Schwierigkeit der Map der Zaunsprung. Weil Zaunsprünge abgefuckt und scheiße sind. Du musst dazu sagen, kurz vor den Zaunsprung verreckt. Wo bist du jetzt da gestorben? Ja, Leichtsinnsfehler. Ich mach die ganze Zeit nur Leichtsinnsfehler bei der Map. Hab ich gegen. Sowas zum Beispiel. Hab ich gegen Marel auch schon gemacht. Die ganze Zeit Leichtsinnsfehler. Jetzt komm. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Jetzt mach's mit Doppel-W. Oh, doch nicht. Nein, du kannst dich nie wieder an Doppel-W gewöhnen, wenn das so ist. Nein, Alter, was ist das denn? Och, komm, jetzt hab ich zu früh gesneakt. Nee, gar nicht mehr. Ich gehe immer so ganz kurz zurück. Nein, mach ich nicht. Mein Gegner hat die Runde gewonnen. Ich stehe, guck mal, Brain, siehst du, wo ich stehe? Ja, das hatte ich auch schon. Meinst du, dass du gerade im Wasser bist, oder? Ich stand dort, wo der Zaun kein Wasser mehr war. Wegen der Scheiß-Engine von Minecraft. Das ist normal, das hatte ich auch schon. Was heißt normal? Das ist Minecraft, ne? Ja. So. Ja, komm, der Wichser geht jetzt raus. Warum? Weil du zu gut bist. Ja, den hast du so weggefickt einfach. Ja, du hast ihn weggemobbt. Mit meinen drei Sprüngen.
Okay, jetzt wird's scheiße, Brain. Da verlasse ich mich dann immer noch auf Doppel-W. Ach nee, verdammt. Hab mich geklärt. Da verkackt man irgendwie immer. Ja, dieser Zaunsprung, der ist richtig schlecht. Also, ja, was heißt schlecht? Zaunsprünge sind jetzt auch nicht so schwer, aber sie sind halt komplett anders. Irgendwie verkacke ich am Anfang, warum auch immer. Ja. Toastpilz. Aber die Map ist wirklich richtig geil. Die Map ist saucool. Also die macht richtig Spaß zu spielen, auch wenn ich hier die ganze Zeit am Failen bin. Ja, aber die macht einfach voll Spaß, weil du kannst hier durchsprinten wie sonst noch was. Und das ist ja lustig. Mein einziges Problem ist gerade, außer dass ich die Reichweite falsch einschätze, ja, bei mir ist, dass ich zu früh auf Sprinten drücke und deswegen am Block abrutsche und runterfahre. Und das möchte ich nicht. Alter. Irgendwie ist diese Map geiler, weil sie am Anfang halt so einfach ist und ein Gefühl von Können hervorruft, nicht wie die Kuchen-Map. Ja, die Kuchen-Map war einfach nur Frustration, wer den letzten Part gesehen hat. Die war frustrierend. Und dann kommt nochmal richtig Frustration bei so einem halb unmöglichen Sprung. Weil die Kuchen-Map war am Anfang richtig also für die, die es nicht gesehen haben, die war am Anfang richtig schwer. Dann kam voll der einfache Zwischenteil, wo du einfach gedacht hast, ja. Und dann war nochmal am Ende so ein richtig schwerer Teil. Einfach deswegen, weil man auf Kuchen springt und man kann ja auf Half-Blocks nicht sneaken. Also man kann schon sneaken, aber man fällt halt runter. Aber man fällt runter und du bist die ganze Zeit einfach nur runtergefallen an diesen Blöcken. Und am Ende kam nochmal so ein richtiger Frustrationssprung, der vorletzte oder so, und da bin ich einfach gestorben, als ich es mal geschafft hatte. Ich komme nicht mal auf diesen Zaun. Ja. Alter. Da brauchst du Glück, aber wenn du den Zaun mal geschafft hast, dann ist alles Roger in Kambodscha. So. Ja! Nein, oder? Ja! Nein! Ma! Dein Ernst! Ich Alter, bin einfach zu. Einfach schon gestorben sind. Du bist schon ein paar 30 Mal. Hast du gesehen, wo ich gestorben bin? Nein, ich war am Anfang. Ma, ich hatte den Zaunsprung geschafft. Und weißt du, ich bin einfach vom Block runter. Ja, das hatte ich schon erwartet, deswegen hatte ich auch Nein gesagt. Aber, dann bist du einfach. Ma, so richtig dummer Tod. Was? Aber genau Alter, wie gegen Marel gerade eben, da bin ich auch beim ersten Mal einfach von diesem Block runtergelaufen. Alter, danach spielen wir Smash, ne? Da besiege ich dich. Nee, nicht schon wieder Smash. Ich habe so viel Smash gespielt in letzter Zeit. Gegen den Master hast du kein Smash gespielt. Das wird doch meinen Zuschauern bestimmt voll langweilig, wenn ich einfach Smash spiele die ganze Zeit. Außerdem habe ich gegen dich schon Smash gespielt, dann haben wir über die GEMA geredet. Weißt du nicht? Klar, da hab ich dich voll in den Boden gerammt. Stimmt doch gar nicht. Alter, ich spiele gerade eine Hardmap. Und ist sie hart? Ja. Hört sich nach frustrierter Marel an. Ja. Alter, Part 40. Ma. Ich bin einfach schon fast 50 Mal verreckt auf dieser Kackmap, ne? Dabei ist die eigentlich. Die ist so leicht, die könntest du in einem Rush machen. Wenn man das meiste geschafft hat und dann immer nur an den Zaunsprüngen verkackt, dann macht man so. Ey, ich sag's dir, 30 von meinen 48 Toten sind einfach nur, weil ich von irgendeinem Block so richtig lame runtergelaufen bin oder einfach gleich nochmal ins Wasser gesprintet. Die sind einfach nur wegen irgendwelchen Fails. Ja, bei mir so, auch. So Kleinigkeiten, sowas meine ich gerade, wie hier, dass ich einfach dreimal beim Sprinten jetzt bin ich zurückgelaufen auf den Block. In den Tod laufe einfach. Ich hoffe, man hört deine Tastatur schön. Meine Tastatur. Man hört meine Tastatur auf jeden Fall, weil so wie ich auf meine Tasten einhämmere gerade. Ich auch. Alter. Ich bin einfach nur so angespannt gerade. Ich will einfach diese scheiß Map gewinnen. Ne? Ich will diese scheiß Map auch gewinnen. Alter, die müsst ihr spielen, das wäre so heftig. Mann, ja, nee, die spiele ich aber jetzt. Wie heißt sie denn? Die Spielweise? Nee, die spiele ich. Nein, tun wir nicht, weil die spiele ich, wenn dann in einem neuen Part. Aber ich will keine Hard Map spielen, wenn wir schon zwei Maps gespielt haben, weil das einfach viel zu lang wird. Brein, denkst du, ich schaffe mir? Du bist schon ein paar 60 Mal verreckt. Ja, ich könnte einfach auch einen Schnitt machen, das könnte ich machen. Also. Ja, oder so ein. Mitten im Part so ein. Einfach die Geschwindigkeit auf mal 2 setzen und dann sehen die trotzdem alles, was du machst. Dafür bräuchte ich ein Schnittprogramm, was willst du? Nee, ich meine, dass ich einfach mittendrin im Part einfach einen Cut setz und dann einfach mit Part 3... Wie machst du das eigentlich ohne Schnittprogramm? Ma, ich kann, also alles, was ich zur Not
wirklich dringend schneiden muss, so wie wenn jemand reinkommt bei mir und redet oder so, das mache ich dann zur Not mit Windows Movie Maker und den Rest kann ich einfach meine Aufnahme beenden und kurz neu machen. Also ja, ich meinte, okay, dass ich jetzt, wenn es zu lang dauert bei der Map, könnte ich ja eventuell einfach meine Aufnahme beenden und dann nochmal neu starten. Nein, ich bin an einem richtig einfachen Sprung verkackt. Ich hab gleich bei der Map 100 Fails. Ey, ne, bei der Map, ja, habe ich dann auch bald, fehlen nur noch 30 Stück. Bei der Map sterbe ich gerade nicht mehr, weil ich es nicht kann, sondern einfach, weil ich schon so unaufmerksam da durchspringe. Ja, weil ich einfach nur noch W und E... So Frustration. Das ist nicht Frustration. Ich rede einfach und bin total unaufmerksam und hüpfe da einfach nur noch so nebenbei durch. Ja, ich auch. Mein Gott. Nein. Man muss sich mal ein bisschen konzentrieren hier. Ja, aber ich will mich, also... Was aber egal, wie sehr man sich konzentriert, aber hinten bei den Zäunen... Ich will wieder... ja reden und wenn ich mich konzentriere, dann wäre ich so still. Hat das Spiel verlassen oder habe ich gewonnen? Ach, er hat verlassen. Okay, Brain, ich bin hier. Ja, bitte schaff's mal, weil so langsam. Entweder du schaffst es jetzt oder ich mach meine 100 Fails, bevor du schaffst. Ja, mach mal deine 100 Fails. Ich mach sie dir dann nach. Ma, wie schaff ich bitte auf so einer Map 100 Fails? Ne, das ist so richtig peinlich eigentlich. Ne, die Zaunsprünge sind echt kacke. Ja, der Zaunsprung, Ma. Ich hätte die Map eigentlich schon längst geschafft, wenn ich nicht so leichtsinnig wäre. Nein, ich hab die Zaunsprünge. Ich hab's geschafft! Ja! Das 20 macht Fails jetzt noch, mehr als ich. Macht die jetzt noch eine Map oder nicht? Ich würde sagen... Das war's mal mit dem zweiten Part von Super Jump, aber ich hänge einfach noch so viel Parts dran, wie ich Bock hab, gerade einfach weil es mir richtig viel Spaß macht gerade. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ja, so halt. Bestes Deutsch. Mann, du Spacko. Das sind zwei getrennte Sätze. Guck im Chat. Brain. Brain. bereit, Aufnahme zu machen? Der lacht mich aus, der ist ein böser Mann, mit dem Brain. Spiel ich nicht mehr. Wann hast du eigentlich die Aufnahme beendet? Immer Satz? Noch nicht. Die können alles hören, ne? Die können alles hören. Sehr gut. Wenn du jetzt noch ein Schimpfwort sagst, du dann, ne? Dann hören die das. Alle Zuschauer lieben Brain.